nur Retro-Stuff, Module, alles Mögliche hier drinnen. Nein, du, alles gut. Also klar, es fällt mir schon schwer. Vor allem, weil ich jetzt noch die Sachen von ihm dazugebe. Also die ganzen TCG-Sachen sind alle von ihm. Das heißt, die muss ich jetzt auch noch alle abziehen. Ich gehe doch schon weit unter meine 25k dann. Also er hatte mir eine Liste geschickt, ungefähr mit seinen Tischpreisen und kommt da auf ungefähr 52 bis 53k. Und ich kann es irgendwie auf eine gewisse Art immer noch nicht fassen, dass das jetzt so schnell geschieht. Aber gut, wenn du so spontan kannst, krass. Wir haben es 3.06 Uhr. Wir stehen mitten in Deutschland auf der Autobahn. Wir haben jetzt noch genau 1 Stunde 14 Fahrzeit. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Lagerraum ist jetzt hier noch leer. Der sollte sich dann gut füllen, will ich euch dann auch natürlich zeigen. Und hier ist der Kaufvertrag noch vorne. Geht ja wirklich um 25.000 Euro Einkaufspreis. Also ein sehr, sehr großer Deal auch für uns. Und wie gesagt, 1 Stunde 14 haben wir noch. Wir haben jetzt gerade getankt für, ich glaube, 100 Euro ungefähr. Ich weiß es nicht, steht noch drauf. Ne? Jetzt geht's weiter, kurzes Update von der Fahrt. Beim Laden wird gefilmt. Ich zeige euch alles ein bisschen. Es sind über 100 Gameboys, die wir bekommen. Und Digga, es ist geisteskrank. Ihr werdet sehen. Oje, Mini, ihr kommt ja immer eher. Ich wollte eigentlich weg auf 4:30 stellen. Das wird ja dann jetzt schon fast zu knapp, auch wenn ich nur 3 Minuten entfernt wohne. Ich müsste noch so ein bisschen pennen. Macht ihr noch irgendwie eine Pause? Also bleibt es bei 5 Uhr? Oder kommt ihr eher? So, nach einer sehr mühsamen Fahrt sind wir dann nach 8 Stunden ungefähr angekommen und ihr seht die schiere Masse der Produkte. Ich zeige euch natürlich dann, ja, sagen wir mal, fast alles, was da drinnen ist. Ich glaube, alles wird sich einfach zeitlich im Video nicht ausgehen. Aber ihr werdet dann noch viel sehen. Hier haben wir zum Beispiel Game of Color in OVP. Sieht schon mal richtig schön aus. Den hatte ich auch in der Kindheit. Ich weiß nicht, ob ich mich von dem jemals trennen kann. Aber ihr seht einfach mal die schiere Masse. Hat alles super vorbereitet. Sehr, sehr nette Kontakte. Ich alles auf so Rollwagen draufgepackt. Es waren insgesamt 31 Umzugskartons. Und nicht mit irgendwie Crap-Zeug, sondern vielmehr mit nur Gameboy, Pokémon, OVP-Zeug, DS, Gamecube, also wirklich nur solches Zeug. Und so einen Deal habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. So sieht das Ganze dann im Lieferwagen aus. Stunden, nur Retro-Stuff, Module, alles mögliche hier drinnen. Also wirklich in jeder Kiste ist ein Gameboy oder irgendwelche Module und das sind 30 Kisten. Hier noch ein bisschen Material, das packen wir aus. 30 Stunden wach. So Freunde, ich kann euch gar nicht alles zeigen, was wir bekommen haben. Hier seht ihr ungefähr 30% der Ware. Wir räumen nachher die Ware auch noch ins Lager. Wir müssen das Ganze inventarisieren, das ist sehr, sehr mühsam, aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Highlights hier aus den ersten 10 von 30 Boxen und wir starten mal direkt los, damit ihr sehen könnt, wir haben beispielsweise, und übrigens, wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwas habt, ihr könnt mich anschreiben, ich gebe es euch zu einem guten Preis weiter, nur Werbung in eigener Sache, wir haben hier Pokémon Blau zweimal am Start, einmal Pokémon Rot hier am Start, dann haben wir extrem viele Gradings und bei diesem Grading, also das ist ein Zelda, ihr seht, das ist ein Zelda für die Super Nintendo, nicht sealed, complete in Boxen, 80+, ich habe keine Ahnung, was dieses Game hier an Wert hat, wirklich nicht und würde mich interessieren, vielleicht kennt sich einer von euch genauer aus, was das für einen Wert hat, man findet es auch nicht auf eBay. Einmal, viermal mit einer 90+, viermal ein Spider-Man Ultimate für den Game Boy Advance, viermal gegradet mit einer 90+. Dann, boah, Digga, jetzt hätte ich es fast umgeworfen, ich muss hier ein bisschen schauen. Sealed für den DS, also The Legend of Zelda Spirit Tracks für den DS, sealed gegradet und nochmal zweimal eine Memory Card, UKG 90 und 80 einmal am Start. Dann haben wir VGA 85, Nirmint, Pokémon Pikachu, also Let's Go Pikachu, Turtles mit einer 9,8 für den GameCube haben wir hier auch noch am Start. Dann F-Zero Legends für den Game Boy Advanced
nämlich Grand Theft Auto für die PSP, Chinatown Wars, GTA Vice City noch, UKG 90, San Andreas, UKG 95, GTA 4, 75 und Grand Theft Auto 3, UKG 90 Plus. Aber wir sind noch nicht durch mit den Gradings, Freunde. Wir haben hier noch ein sehr geiles Grading, auch wieder für die Super Nintendo, nämlich Street Fighter 2. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Teil. Für die Wii auch noch gegradet mit einer von Pixel 85 Plus sealed das Ganze. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Gradings sind hier dabei. Wenn man hier nur einen Schnittwert von 200 Euro rechnen würde, wobei das Zelda für die SNES deutlich teurer ist und viele andere auch über 200 Euro gehen, wären wir hier schon bei 20 mal 20 4K. Ich denke aber, bei den Gradings natürlich, wenn man es verkauft bekommt, bist du hier locker bei 6 bis 7K, wenn man den Preis bekommt, den man einstellt. Das ist immer schwierig bei den Gradings, du brauchst einen Abnehmer, ganz eine wichtige Geschichte. Aber das mal zum Thema Grading und jetzt schauen wir mal hier rüber, jetzt ist es richtig wild. So Freunde, ich glaube ihr könnt schon sehen, was sie hier Schönes am Start haben. Ich gehe mal einfach hier kurz rein, damit man es sehen kann. Pokémon Diamant, Mario Party DS, Pokémon Weiße 2, Mario Kart DS und Pokémon Silber Edition Soul Silver. Dann haben wir hier weiter Hard Gold für den DS, wieder Diamant, Platin, Super Mario Bros. Es geht also wirklich, wir haben unten noch mehr wie hier ist, aber das seht ihr dann gleich. Dann haben wir nochmal Pokémon Pearl, Platin, Schwarze 2, Pearl, dann Mystery Dungeon. Und Mario Slam Basketball. Und hier als letzter hier oben nochmal ein Diamant. Alter, ich habe selten so viel Pokémon Stuff auf einem Haufen gesehen. Und es geht natürlich hier noch weiter. Wir haben Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Alpha Saphir, Sonne, Y, Mario Kart 7, nochmal Alpha Saphir, nochmal Sonne. Dann Pokémon Rubin, Super Mario Land. Mond, Sonne, Zelda, Rubin, Y. Und wir sind hier noch nicht fertig. Pokémon Y, Pokémon Weiße 2 habe ich falsch einsortiert. 3DS Maker, dann mit der Steelbook Mond und nochmal Mond. Ich will natürlich nicht alles hier zeigen, weil es so viel ist, aber die coolen Sachen will ich euch kurz zeigen. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz durch. Wir haben hier Pokémon Stadium. Insgesamt dreimal, hier jetzt zweite, irgendwo müsste es noch sein. Auf jeden Fall dreimal habe ich es gesehen. Dann Diddy Kong Racing, das ist immer komplett in Box hier, aber sehr, sehr schön ist auch vom Zustand her. The Legend of Zelda, wirklich, also ich kann es euch hier auch mal kurz zeigen. Hier ist wirklich alles perfekt drinnen und die OVP ist hier auch noch extrem, extrem cool. Dann haben wir hier noch Wave Racer, Banjo-Kazooie, einmal hier. Dann Turok, ich hoffe ihr könnt sehen, wenn ich so durchgehe. Dann hier was komisches, nämlich das ist ein Super Mario, Super Mario 64 in so einer anderen Verpackung. Expansions Pack, Bomberman, hier auch mal ein FIFA dabei. Dann auch sehr, sehr geil, Tetris auch wieder in richtig gutem Zustand. Star Wars hier am Start, nochmal Banjo-Kazooie, dann Pokémon Puzzle. Aber ich darf hier nichts runterwerfen, nichts beschädigen. Ich gehe weiter nach hinten. Dann haben wir hier Zelda, Iggy's und nochmal ein NBA. Hier noch ein Super Mario 64. Hier, dann Starshot. Und das Witzige ist, es sind unten noch viel, viel mehr N64 Games wie hier. Dann das Dschungelbuch. Hier sind noch ein paar Module dabei gewesen. Hier auch zweimal Zelda. Hier noch ein Pokémon Smaragd und Gelb, zeige ich euch dann auch noch was richtig Wildes. Dann geht es hier direkt weiter, Donkey Kong für den Game Boy, leider hier mit einem kleinen Damage. Dann Soul Silver für den DS mit OVP und komplettem Inhalt. Resident Evil 2 Seal für die Gamecube. Dann hier so ein Force Pack. Und so, dann geht es hier direkt weiter mit richtig coolem Stuff. Dann, weil wir schon bei Pokémon Rubin sind, hier der passende Game Boy Advance dazu, im wirklich Top-Zustand. Also ihr seht, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen hier mit der Belichtung. Wenn ich hier so mache, geht es vielleicht besser. Mal kurz, haben wir Saft, ja.
Also der ist halt auch wirklich geil und auch sehr, sehr wertvoll. Will ausschalten und natürlich hier schön dazu. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für einen Wert hat. Wir haben es mal so grob überschlagen. Wir müssten, wenn wir alles mit eBay Einstellwert, Mittelpreis zwischen 60.000 und 70.000 Euro hier sein. Hier ist noch ein SP in Top-Zustand. Hier zum Beispiel Game Boy Color in OVP. Und einer ist sogar noch sealed. Wir haben unten in rosa einen, der sealed ist. Dann hier geht es weiter. Ich will euch einfach einen kleinen Einblick geben. 2DS. Dann haben wir hier zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Ein Pokédex ist das, glaube ich, in dieser goldenen Edition. Auch geil, habe ich auch gesehen. Kostet ungefähr hier. Kostet ungefähr 80 Euro nur das Ding. Mit dieser OVP, beziehungsweise was heißt OVP, mit dieser Tasche dazu. Eine Sekunde. Gehen wir weiter durch. Hier haben wir auch wieder nur einen ganz kleinen Bruchteil der Game Boy Advance. Hier einmal in Blau und einmal in Schwarz das Ganze. Ah, ich komme gar nicht mehr zusammen, dass ich euch alles zeige. Dann unendlich viele Game Boys. Nicht in OVP, einfach nur so. Das sind jetzt mal ein Advanced und drei normale. Aber da geht es weiter. Hier ist wieder ein normaler. Hier ist ein Classic, wieder ein Classic. 25er Jahres-Stamp da drauf. Und auch wieder in absolut Top-Zustand. Schauen wir, ob der angeht. Könnte auch sein natürlich, dass er leer ist. Aber nö, funktioniert alles. Bull, doch, er ist leer. Ist jetzt, aber er funktioniert, wenn er dann aufgeladen ist. Die will ich jetzt fast gar nicht runternehmen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Viermal ein Gameboy Classic in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal ein Gameboy Pocket. Und unten, was ihr dann noch seht, sind nochmal 10 von jedem dabei. Also wirklich, ich kann euch hier nur einen ganz kleinen Bruchteil jetzt weitergeben. Dann haben wir hier noch ein Sealed Nintendo DS XL hier hinten. Seht ihr den? Der ist sealed. Hier ist noch eine, das Witzige ist, schaut euch das an, ist einfach noch eine blaue N64 versteckt drunter. Und all diese Games sind auch hier sealed. Alle Games, die ihr hier in so Tüten seht, das sind alles sealed Games, angefangen von Super Mario, was auch immer, wirklich alles sealed. Und das ist einfach wirklich heftig. Und hier hätte ich fast vergessen, haben wir nochmal ein DS im Pikachu-Design und hier sind nochmal zwei gelbe. Das war's jetzt mal von dieser Seite. Hier unten sind noch richtig teure Anleitungen zum Beispiel dabei und auch coole Spiele. Aber das geht sich halt nicht mehr aus. Jetzt gehen wir mal rüber, was wir hier noch Feines haben. Ja, ein PSP-Ladeding, das ist jetzt nicht so interessant. Dann haben wir hier ein NES Mini. Kennt auch jeder, eine grüne N64. Und auch hier alle Spiele sealed, die wir hier dabei haben. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier am Start und jetzt schauen wir uns das durch. Die habe ich jetzt zum Beispiel selbst noch gar nicht durchgeschaut, die hat der Kollege aufgemacht. Ich habe am Anfang die teuersten, die ihr jetzt gesehen habt, wo ich gedacht habe, sind die teuersten, rausgenommen. Aber ja, ich zeige euch einfach mal den Stuff. Hier haben wir zum Beispiel der Pokémon Y. Dann haben wir auch viele solcher sealed TCG-Sachen gekriegt, wo ich gar nichts damit anfangen kann, muss ich euch ehrlich sagen. Zelda, Pokémon Weiße Edition, hier geht es einfach mal weiter, schaut euch das an. Dann Mario Kart wieder für den DS, okay, Star Wars Force 2. Dann haben wir hier auch Sealed DS Games, das ist Sealed Super Mario Bros. Für den DS. Natürlich sind auch solche dabei, die halt nicht viel wert sind. Rayman Rabbids 3D, wieder ein Zelda und Spectrops. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Zelda, Three Force Heroes, das ist auch, nein, das ist nicht sealed. Also ihr seht viel DS-Zeug, Pokémon Sonne, dann haben wir hier Wacky Races, Beyblade und Pokémon Platin nochmal. Dann hier richtig viel TCG-Stuff, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, wenn das jemand irgendwie haben will, irgendwie Arctos V, hier so ein bisschen Zeug und dann hier ein paar gegradete, die kann ich euch gerne noch zeigen. Hier so ein bisschen gegradeter Stuff. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Das Licht ist ein bisschen blöd. Keine Ahnung, was das alles ist. Das sind ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. 11 Stück gegradete Sachen. Dann Pokémon Pearl wieder. Harvest Moon. Pokémon X für den DS.
Pokémon Dash kenne ich gar nicht, Bruder. Was ist das, Pokémon Dash? Dann Pokémon Schwarze Edition wieder. Happy Home Designers, Mario Kart, Pokémon Mond, Pokémon Ranger. Kork DS10, I don't know, was das wieder ist. Das ist, glaube ich, nicht viel wert. Dann haben wir noch Sealed Display Decks. Und dann haben wir hier nochmal gegradete Karten. Gyarados, hier, den hier, ich kenne mich wirklich nicht aus. Das auch noch gegradet, solltet ihr da irgendwie Bock drauf haben, melden. Die sind jetzt nicht ganz so spannend, das sind aber auch irgendwie... Okay, hier ist ein spannendes dabei. Zelda hier ganz oben. Ja, hier ist auch ein spannendes 80-Euro-Spiel für den Game Boy Advanced. Hier geht es noch weiter. Aber jetzt kommen ein paar richtig spannende Dinge hier. Das sind alles so gut wie neue Nintendo DS Lite. Also das sind ein Stück, kann ich euch zeigen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9 Stück DS Lite. Dann haben wir hier wieder Game Boy Pocket in Gelb, in durchsichtig, also transparent, dann in grün, Game Boy Color. Dann einen normalen Game Boy, wieder transparenter Game Boy Color, wieder ein transparenter und ein dritter transparenter. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 5 Stück Game Boy Classic. Dann noch ein und noch ein Color in Blau. Dann DS Lite noch. Na, ist es ein DS Lite? Schon. Dann DSi haben wir hier noch in Schwarz. Und ein Game Boy Advanced in Blau-Lila. Blau, Digga, ist lila. So. Weiter geht's. Hier, wir machen hier einfach weiter. Mit, ich habe ja gesagt, dass wir viel, viel mehr Seal-Sachen noch, OVP-Sachen noch haben von N64. Und da haben wir sie. NBA Live für die N64. Dann Super Soccer, ich weiß, das sind jetzt nicht die Burner hier. Und dann haben wir nur Wings Commander für die Super Nintendo. Und dann hier so ein Antennenweiche in OVP. Habe ich auch noch nie gesehen, die OVP wirklich top hier. Also so viele Dinge, die wir eigentlich zum Graden schicken könnten. Dann auch ganz geil, da haben wir 4 oder 5 Stück, habe ich unten gesehen. Sind jetzt 2 in den Kisten, nämlich so Printer, Game Boy Printer. Und ein Game Boy Pocket Printer. Wenn man die Kamera noch hat, hier, wo ist die Kamera, ist das hier dabei, dann kann man hier ein bisschen was ausdrucken. Das sind super Bilder, die man mit einem halben Megapixel irgendwie macht. Dann wieder eine NES Mini. Hier was sehr Schönes wieder. Game Boy Pokémon Edition. Also denkt euch nur mal die Preise, was ich jetzt hier rausgekramt habe aus diesen 2 Kisten, da bist du bei ein paar Tausender. Dann haben wir hier einen. Hier geht es weiter mit den 64er Sachen. FIFA. Noch ein 2DS in OVP. Ich hoffe, die Belichtung passt einigermaßen. Weiter mit dem geilen Stuff. Expansions Pack. Dann Oscar für die Super Nintendo. Das haben wir hier wieder. Oh, ein DS Sealed. Nintendo DS Lite Sealed. Das geht zum Graden. Safe. Richtig wild. SimCity für die SNES. Dann haben wir hier noch Beetle Adventure Racing für die 64er. NFL für die 64er. Ein paar Game Boy Advance Spiele. Also Super Mario Worlds in OVP, Looney Tunes in OVP und Aladdin in OVP. Ich glaube, das hier ist gefälscht. Dann haben wir hier nochmal DL. Digga, ich komme gar nicht mehr zusammen. Game Boy Classic in OVP, also mit diesem Acryl-Ding. So. Wo gebe ich die Sachen hin, Alter? Und hier was richtig Wildes. Game Boy Color in OVP wieder. Wahnsinn. Und nochmal ein Game Boy Classic in grün. Das will ich euch auch zeigen. Da zeige ich euch nicht alle.
Wir haben so viele Spielführer, nennt man das so, oder Anleitungen, der Spielführer eher, von verschiedensten Sachen, GTA. Das ist wirklich auch sehr teuer, das wusste ich beispielsweise nicht, dass wir hier sowas Teures auch noch haben. Ich zeige euch hier mal jetzt, was hier noch drin ist. Schaut euch mal diesen Schinken an. Pokémon Platin. Und das in absolut Top Condition hier. Also der ist wie neu. Und es ist nicht nur ein Spielführer oder eine Anleitung, sondern hier Diamond Pearl. Auch noch in Top-Zustand. Super Smash Bros. Brawl für die Wii, auch Top-Zustand. Und hier sehe ich auch noch was Geiles. Das zeige ich euch doch alle. Den hier auch wieder top. Hier ist eigentlich alles top, wirklich. Das ist einfach eine Sammlung, die richtig geil war. Oder noch immer ist, natürlich. Tomb Raider. Nein. Was haben wir hier? Airboard 64. Dann haben wir noch Asterix und Obelix. Pilot Wings. Na, für die Super Nintendo. Und das andere war auch für die Super Nintendo. Dann Extreme G wieder. Lucky Luke. Hier haben wir wieder Super Nintendo. König der Löwen. N64. Super Nintendo Air. Cavalry. Super Tennis, das ist nicht so nice, das darf, aber ja, auch gut. Dann hier für die N64 wieder was. F1 für die 64er. Und hier einfach mal eine Pikachu-Edition noch. So, hier direkt The Next One. Wieder N64 NBA. Dann haben wir wieder Pilot Wings. Das haben wir alles auch mehrfach hier. Dann V-Rally und jetzt hier was richtig Geiles in Top-Zustand, Command Conquer für die 64 und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig geiler Zustand hier. Alter, ich habe hier keinen Platz mehr, ich schwör's euch. Das ist echt nicht normal, wenn man sich das anschaut. Hier einfach nochmal für die Switch, Pokémon Purpur und Pokémon Schwert. Schauen wir, alles vorhanden. Pokémon Snap. Lamborghini für die 64. Das ist auch wieder ein Top-Zustand. NFL Quarterback. Dann wieder so ein Super Soccer 64. Das ist nicht weltbewegend. Dann haben wir hier noch Nintendo Transfer Pack, so eine Big Box davon. Auch geil. Wave Racer NBA und Nagano 98. Da war ich gerade mal zwei. Wieder Super Soccer, Sim City. Dann hier, da habe ich keine Ahnung, das sind so Unterleger, das habe ich 5 oder 6 Mal hier. Dann hier was sehr schönes, Pokémon Gold für den Gameboy Color in OVP. Also von diesem Gamecube-Zeug haben wir so richtig viel noch einfach unten liegen. Auch zum Beispiel hier Sealed Gamecube-Spiele dabei. Aber hier seht ihr mal, was, also das ist ja bei weitem nicht alles. Ich blende euch jetzt kurz einen kleinen Durchlauf an, was wir noch unten haben. Und zusätzlich zu dem drin, wir haben jetzt hier, was wir jetzt hier eingeboxt haben, mit dem drinnen nicht mal 50% der Ware gezeigt. Mehr kann ich euch aber auch nicht zeigen. Wie gesagt, ich schaue jetzt kurz nach unten und dann gibt es noch einen kleinen Tipp oder ein Fazit von mir zum Thema Wareneinkauf, Freunde. Da zeige ich euch nur wieder nicht alles, gleich haben wir alles. Also ihr seht hier nochmal 1, 2, 3, 4 Mal Lagerregal voll und da ist es nicht Crap drinnen, sondern einfach nur Zeug, was ich euch einfach nicht zeigen konnte. Das ist auch sealed, hier eine Sega noch. Auch so Dinge, das ist 50 Euro einfach, hier steht einfach so rum. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier Resident Evil. Die sind alle sealed, diese PSP Games. Alle sealed. Nur damit ich es euch kurz zeigen kann, das ist alles PSP. Nur damit ich euch kurz zeigen kann, alles PSP sealed. Einfach hier noch dabei. Hier sind 4 oder 5 drinnen. Alles sealed Stuff für die PSP.
könnt ihr auch mal schauen, was wir hier für einen Wert haben. Und ich habe es, glaube ich, schon gesehen, hier eine GameCube noch, hier eine PlayStation 1 noch. Ich will euch am liebsten alles zeigen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Hier wieder Pokémon, Mario Kart, Module, hier Pokémon-Module, hier hinten wieder auch Pokémon-Stuff. Hier nochmal ein Hardcold. Ah, hier, ich halte es nicht in die Cam. Und, Digga, was ist hier noch? Ich habe das ja hier gar nicht ausgeräumt, sondern ein Kollege. Schaut euch das an. Liegt einfach nochmal zwischendrunter. Hier, diese ganze Stuff. Und hier haben wir nochmal, was ist hier noch drinnen? Ja, wieder ein Steelbook. Pokémon natürlich. Was denn sonst, Bruder? Was denn sonst? Ja, ein Pearl noch. Das ist noch so viel. Ich hole es mal hier ein bisschen ins Licht. Ein bisschen ins Licht geholt. Pokémon Platin. Zelda. Sonne. Pearl wieder. Und hier ist mit der Sound- und Bildqualität schlecht, weil ich im anderen Lager bin. Da haben wir wirklich fast gar kein Licht leider. Aber ich kann es euch definitiv noch zeigen. Hier haben wir wieder Dreamcast. Auch ein paar Sealed Games noch dabei. Hier, was haben wir hier noch? Ja, I don't know, was das wert ist. Viele Controller und Packs noch, auch viele Expansion Packs. Dann haben wir hier wieder viele Controller noch am Start. Und diese ganzen Games, auch alle noch, alle, die in so einem Päckchen sind, sind sealed. Und hier herüben geht es weiter. Hier haben wir auch noch so ein Pack mit, hier liegt noch ein Zelda drinnen. Seht ihr das? Ich hoffe, fokussiert. Es ist hier echt schwierig. Zelda, dann Pokémon Gelb. Ist hier noch alles drin? Schauen wir kurz mal. Pokémon Silber. Noch ein gelbes. Zelda. Also einfach in so einer Plastiktüte 250 Euro oder mehr. Und meiner Meinung nach ist dieser Sack das Heftigste. Der lag einfach so drin und der hat gesagt, das gebe ich dir noch dazu. Alter, ohne Witz, hier drinnen liegt ein Tausender Minimum. Schaut euch das kurz an. Ich habe schon ein bisschen durchgeschaut. Jetzt sieht es auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus. Aber hier Smaragdgrün zum Beispiel am Start. Noch ein Blattgrün, noch ein Pokémon Smaragd. Dann hier, ich weiß gar nicht, ob man hier alles sehen kann. Pokémon Schwarz, Platin, alles mögliche hier drinnen und das ist nicht alles. Hier ist nochmal, hier nochmal, das sind auch 8 Module oder so, hier nochmal, dann hier nochmal ein Pokémon drinnen, Pokémon Rot. Was ist hier noch? Okay, das sind die Karten, Pokémon Gold. Hier einfach, liegt einfach hier so rum, Pokémon Platin, 40 Euro das Modul. Dann Mario Kart, hier Pokémon Weiße Edition, nochmal Pokémon Weiße 2 und hier, das sind ungefähr, ich schätze mal 30 bis 40 Pokémon Module, wo jedes zwischen 30 und 50 Euro wert ist. Dann Smaragd hier ein paar Mal, hier ist noch ein Pokémon Blau sogar, also einfach so ein Sack voller Zeug, Freunde. Nur ganz kurz zum Ende, ich hoffe, dieses Video bis jetzt hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist ein Unboxing gewesen, das heißt natürlich, es ist jetzt nicht übelst mehrwertlastig das Ganze, aber es war irgendwie trotzdem cool. Wir waren an dem Tag, an den 2 Tagen, war ich über 30 Stunden wach. Wir haben das sofort geholt, weil der Deal einfach wirklich, wirklich gut ist. Es ist das Ware, wo du jedes Produkt oder fast jedes Produkt wirklich sehr schnell verkaufen kannst. Währenddessen ich dieses Video mache, haben mich viele auf Instagram angeschrieben. Wir haben jetzt mit diesem Deal bereits 3000 Euro Umsatz gemacht und haben vielleicht 8 oder 9 Artikel. Natürlich war die OVP Pikachu dabei, einfach schon verkauft bekommen. Und das ist auch ein Stichwort. Wir werden Anfang des Jahres zwischen 1. und 15. Jänner unseren RMK Online-Shop launchen, wo sehr, sehr viel Zeug davon drauf ist. Natürlich am 27. haben wir noch eine Auktion auf Wogt, wo auch sehr, sehr viel ab 1 Euro rausgeht. Wenn ihr da Bock habt, Link ist in der Infobox mit dem Code RMK5, könnt ihr euch da kostenlos anmelden, bekommt noch 5 Euro gratis dazu.
Ansonsten, wie bin ich an den Deal gekommen? Es war ein Kontakt, den ich über Vogt kennengelernt habe tatsächlich. Also ihr seht, diese Kontakte, die ich knüpfe, sind sehr Social Media bzw. öffentlichkeitsbasiert. Du findest solche Kontakte eigentlich nicht, wenn du jetzt so viel haben oder so schaust. Das ist halt das Schwierige. Aber natürlich musste man sich diese Social Media Präsenz auch aufbauen mit sehr, sehr viel Arbeit, Stunden, Zeit, Schweiß, Tränen und alles mögliche, Freunde. Ich wünsche euch jetzt allen super, super, super schönes Weihnachten, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, dieses Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet einfach ein paar Dinge sehen, die einfach möglich sind. Also solche Deals kann man finden, man muss nur die richtigen Kontakte, die richtige Reichweite haben. Das muss ich so offen und ehrlich sagen. Es ist einfach, wie es ist. Ich kann euch nicht anlügen. Ich könnte euch sagen, ja, ich habe da jetzt so und so lange gesucht. Es war so, derjenige ist sogar auf mich zugekommen. Das ist eine faire und transparente Aussage, die ich euch einfach schuldig bin, beziehungsweise die ich euch sagen muss, weil ich will euch nicht anlügen. So ist es halt, wie es ist. Wenn ihr irgendwas davon haben wollt, habe ich euch eine E-Mail-Adresse unten verlinkt, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, ich will jetzt hier kein Verkaufsvideo machen, mir ist das eigentlich scheißegal, ich will das meiste eigentlich eh behalten. Aber wenn ihr wollt, schreibt mich an, ich mache euch auf jeden Fall einen besseren Preis auf eBay. Ansonsten, ja, Freunde, schöne Weihnachten, habt eine gute Zeit mit eurer Familie, das werde ich jetzt dann auch haben. Lasst mir ein Abo da, ein Like, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns sehr, sehr bald wieder, Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer René, ciao, ciao.